Ja, ich habe schon Angst vor der Zukunft. Es geht um Objektivität und die sagt, böses Faul. Wir fahren jetzt Richtung Lüttke, das ist der letzte Zipfel hier von Nordrhein-Westfalen. Und da gibt es einen Ortsteil, der heißt Falkenhagen und dort steht unser Klosterkrug. Annette ist die Betreiberin, da gibt es aber dann auch noch die Karin, die hilft ihr. Und die Karin ist wiederum die Frau von ihrem Bruder. Und Annette betreibt den Laden jetzt seit 14 Jahren und ist 14 Jahre stehen geblieben, auch nicht schlecht. Die Annette betreibt den Klosterkrug jetzt in der dritten Generation, ja. Nur mittlerweile gibt es Strom und Autos. Ja. Bei den Eltern und Großeltern hat es funktioniert, sie hat eben die Zeit verschlafen und wir müssen jetzt es richten. Unter der Woche eigentlich so gut wie eigentlich gar kein Gast, also ganz super selten mal. Die wohnen auch noch oben drüber und die sehen schon, wenn ein Auto vorbeikommt und anhält, dann rennen sie schon runter und freuen sich und sind dann ganz enttäuscht, wenn die weiterfahren. Wieder einer vorbeigefahren. Es ist sehr oft so, dass keiner kommt, vor allem am Wochenende, wenn im Sommer die Motorradfahrer kommen, die fahren wirklich nur vorbei. Tja, Jungs, da blättert mal der Lack ab, ne? Das ist mal jahrzehnte Blätter von der Fassade. Weil das ist jetzt optisch extrem im Abseits, glaube ich, ne? Hier fährst du doch vorbei, mal im Ernst, hier bleibt doch keiner stehen, oder? Ja, also ich würde auch als Motorradfahrer hier nicht anhalten. Sag mal, vielleicht sind wir auch schon zu spät. Betriebsfern seit 1580. Eigentlich so eine Kulisse für so einen spooky Film könnte auch sein, ne? Wie bei Shining, so ein altes Haus, das einfach unbewohnt ist, da wo böse Geister drin leben. Grüß Gott in der Vergangenheit, sage ich mal, ne? Da ist schon lange nichts mehr gemacht worden, ne? Richtig. Vielleicht müssen wir euch zurück in die Zukunft holen, oder? Genau. Wie viel Essen habt ihr am Tag? Also jetzt sonntags mal vielleicht ein, zwei, drei. Bei drei Essen am Tag würde mich jetzt eins interessieren, eure Durchhalteparole. Ne? Ich meine, nach 5 Jahren wird irgendwo das ja und an was glaubt ihr denn? Wir hoffen immer, dass es irgendwo besser wird. Seit 14 Jahren wartet ihr. Sitzt hier oben und wartet und wartet und wartet. Um hier einzutauchen, werden wir erstmal das Kulinarische abklopfen. Ja? Wo dürfen wir denn hinsitzen? Und du musst in die Küche, ja? Genau, wir haben Hunger. Ich finde die Stimmung reduziert, das Ambiente reduziert, den Außenbereich reduziert, die Karte reduziert. Diese Speisekarte gilt in der Zeit von Freitag bis Sonntag. Ihr habt ja eigentlich nur eine Festbarkarte unter der Woche und am Wochenende habt ihr nur Schnitzel. Mehr gibt es hier nicht. Da, wenn in der Woche einer kommt und möchte einen Schnitzel haben, ist das kein Problem. Ja, aber trotzdem spricht sich das sehr rum. Gibt es Gemüse, wenn ich möchte? Andere Gemüseteller? Das, was ich noch mit anbieten könnte, das wäre Möhrensalat und Bohnensalat. Nee, ich habe Gemüse. Gemüse, nein. Wieso? Ist keine Saison für Gemüse? Also so laufend haben wir kein Gemüse dabei. Jetzt freuen wir uns auf die Umsetzung von Annette, den Bären. Und unser Motorrad wartet draußen auf den Köterbereich. Wir haben keine Zeit. Sie sollen Gas geben, ja? Ich gehe jetzt für die quasi Aufschnittplatte in den Laden zum Aufschnittschneiden. Jetzt ist es zwar einerseits ganz gut, wenn man da einen Laden hat, wo man mal eben immer hingehen kann, aber jetzt muss ich meine Schwägerin mal kurz fragen, hast du oben noch eine Scheibe Toast? Denn ich habe jetzt keinen Toaster. Ja, habe ich. Dann musst du mal eben schnell hochflitzen und was runterholen. So, Insalata Mista nach Art der Hausfrau. Ja. Der ist ja einmal Bohnensalat mit Möhrensalat und einmal ist das so ein Test für uns? Ja. Okay. Genau. Das ist eine nicht abgeschmeckte Fleischbrühe. Ich finde, was halt eher erbärmlich ist, ist einfach so eine Scheibe Toast. Ne? So eine Albino-Toast, irgendwie nicht irgendwie getoastet. Industrie-Weißbrot dazu, macht sich besser. Wo du bei erbärmlich bist, guck dir mal bitte, also entschuldige, das hier, das sind die Frankfurter für 4 Euro. Da ist noch nicht mal Senf dabei. Und diese Würste hier, was schätzt du, Glas? Discounter. Kann man reinbeißen? Ist vom Discounter vermutlich, ne? Ich bin noch nicht fertig mit der Suppe. Spargel aus dem Glas ist da drin. Die erste Zigeunersoße ist jetzt leider ein bisschen nach Brandenburg. Ich fange da gleich noch mal eine neue an. Wir warten und warten und warten. Und ich finde es jetzt nicht mehr lustig. Bei Schnitzel, wenn die frisch gemacht werden und Pommes eben frisch, dann dauert es bei uns eben einen Augenblick länger. Du bist hier mit deinem Motorrad, ja? Mit deiner Freundin und willst gleich weiterfahren, weil du einen schönen Tag hast, das Wetter ist schön und weil dabei kein Regen, ne? Dann sitzt du hier für 1,5 Stunden und wartest auf so ein blödes Schnitzel. Du bist auch nicht am Start. Wir sind ein bisschen verloren bei euch in der Wirtschaft. Ja, ich habe meine Pommes fertig, meine Kroketten fertig. Ich warte nur drauf, dass Annette jetzt ihre Schnitzel fertig hat. Jetzt haben wir 7 Schnitzel und ein vegetarisches Gericht bestellt. Mehr haben wir nicht bestellt, ne? Das heißt, hier kann kein 10er-Tisch kommen und mal was bestellen. Es ist schwierig. So. Einmal das Cordon Bleu. Ist es bei mir bitte? Dankeschön. Sehr
Jetzt hat aber die Annette rote Bäckchen bekommen, ne? Ja. War stressig in der Küche? Das ist noch das Hamburger. Das Hamburger noch, genau. Dann fehlt noch das Vegetarische, ne? Ach. Schön. Das habe ich jetzt vergessen. Total vergessen. Schnell. Schnitzel und das Soße, das in manchen Regionen auf dieser Welt isst man das. Also ich würde jetzt keine Soße auf den Schnitzel drauf klatschen, aber nein. Aber wenn die Soße gut ist, kann man ja mit erleben, ne? Schmeckt nach Ketchup. Ja? Nach 10 Liter einmal Ketchup? Und das ist Zeug aus der Dose halt. Das sind Champignons aus der Dose, Paprika aus der Dose. Alles gekauft, ne? Kolomöde immer zwei Seiten. Einmal hell, einmal dunkel. Salz, Pfeffer passt, die Garzeit passt auch. Es ist saftig und der Cordon passt. Was assoziiert ihr denn mit Hamburg? Das Spiegelei vielleicht, weil das gehört aufs Labskraus. So, wie schmeckt denn das Gemüse? Weißt du, wie das schmeckt? Das schmeckt wie Dose, Topf, warm machen, raus. Das ist eine Frechheit. Also vegetarisches Essen ist mir jetzt auf die Kürze nur ein strammer Max mit Käse eingefallen, weil ich auf vegetarisch auch nicht so eingestellt bin. Ich bekomme irgendwelche Industrieeier auf einem Industriekäse auf einem einfachen Brot serviert und das ist mein vegetarisches Gericht. Da würde ich als Vegetarier mir die Kugel geben. Da kann man jetzt nichts gut reden. Es geht jetzt nicht um Mitleid, sondern es geht um Objektivität. Und die sagt, böses Faul. Liebe Annette, wie war es für dich? Also mit den ersten Gängen mit den Vorspeisen, da hatte ich so ein bisschen meine Probleme, weil das nicht so unbedingt ist das, was regelmäßig kommt. Die Schnitzel sind da schon eher mein Ding. Ja gut, aber bei den Vorspeisen, da musstest du ja nur was auf den Teller legen. Ne? Also wo kann das Problem gewesen sein? Du betreibst es hier jetzt seit 14 Jahren. Ja. Ja. Seit 5 Jahren, sagst du, ist definitiv nichts mehr los. Hm. Da können wir jetzt natürlich davon ausgehen, dass es auch an dem Essen liegt. Ne? Ja. Also du komm, ich meine, ist einmal nichts. Den Sinn für Ästhetik und den Sinn für Qualität, den habe ich komplett vermisst. Also wer so eine Scheibe Brot dazu gibt zum Essen, hat so die kulinarische Logik komplett verloren, ne? Oder? So eine Scheibe aus dem Pack rauszureißen, auf den Teller zu geben und uns zu wählen, ist einfach für uns ein Schlag ins Gesicht. Das ist Hochverrat, das ist schon beleidigend, das muss man mal so sagen, ne? Du hast 14 Jahre nichts gemacht, ja? Warum kommt jetzt du mal die Idee, jetzt die Kochprofis zu holen? In der Hoffnung, dass ihr mir helft, wie es anders geht. 14 Jahre darauf gewartet, auf diese Hoffnung, diese auszusprechen. Ich möchte dich verstehen, wir wollen dich verstehen. Das ist irgendwie meine letzte Hoffnung. Wir brauchen unbedingt Unterstützung, denn allein können wir diese Bude einfach nicht mehr umbauen. Ja? Also Klosterkrug ist einfach schon so in die Jahre gekommen. Deswegen brauchen wir möglichst viel freiwillige Helfer, ja, damit wir da in den 1,5 Tagen jetzt das ganze Programm auch schaffen. Du kannst jetzt mir gleich mal, hier müsste sein, guck mal, Selleriesuppe, hier ist das Rezept, hier steht es beschrieben. Und du kannst mir jetzt einfach sagen, was du alles brauchst, liest du mir vor und ich hole dir das alles an den Start. Eine Zwiebel, Knoblauchzehe, Pflanzenöl, Salz und Pfeffer aus der Mühle, Prosecco, Gemüsebrühe, Muskatnuss. Hast du so eine Vorstellung davon, wie es aussieht, wie es gemacht wird? Ist das für dich jetzt ein böhmisches Dorf oder ist das eher für dich nachvollziehbar? Nein, das ist schon nachvollziehbar. Okay. Ja. Die habe ich allerdings, hoppala, noch nie gepellt oder geschält. Nein, du hast ja nie einen Knoblauch gepellt? Nein. Das ist jetzt ungewohnt. Wenn ich es vielleicht jetzt öfters gemacht hätte schon mal oder mich mit sowas schon mal beschäftigt hätte, würde ich, denke ich, mir auch in einer anderen Reihenfolge anfangen. Da habe ich jetzt noch einmal da gucken. Dann reicht es jetzt, wenn ich so eine halbe Scheibe da einmal. Also da steht ja im Buch, du sollst es halbieren. Halbieren. Ne? Dann wickelst du auch einmal ein, so. Okay. Und wenn du es jetzt durchschneidest, kommt hin mit der halben Scheibe. Genau. Aber so bist du dir sicher, ne? Ich habe jetzt überhaupt kein Zeitgefühl gehabt. Ich würde jetzt sagen, ich probiere jetzt einfach mal. Super weich, kann man schon pürieren. Total weich. Kann man mit der Zunge zerdrücken. Wir waren ja im Dorf und es gibt so ein paar Ungereimtheiten. Kannst du dir vorstellen, von was ich rede? Ja. Gibt es eine gewisse Ahnung? Ja. Wo könnte die hingehen? Dass es meine Art ist, die Leute manchmal ein bisschen anzublaffen und dass das nicht gut ankommt. Sie hat das Gespräch mit mir schon geahnt, um was es geht. Und sie wusste genau, sie hat Fehler gemacht. Und sie hat jetzt auch die Chance, sich zu rehabilitieren. Kannst du dir vorstellen, dass ich mir das mal da ändern muss bei dir? Ja, ich weiß, dass ich mich da ändern muss. An was lag es denn, wenn du schlechte Laune hattest? Ja, vielleicht die ganze Situation. Anderen geht es besser, die können in den Urlaub fahren. Unser eins bleibt zu Hause, weil es finanziell nicht drin war. Frust. Frust.
Und der kommt dann manchmal dann zur unpassenden Zeit raus. Ja. Und das ist das Schlechte. Wenn die Tür aufgeht und Gäste kommen rein, dann musst du immer ein Lächeln im Gesicht haben. Egal wie es jetzt geht, auch wenn ich mal nicht so gut drauf bin, ne, wie in meinem Laden, dann spürt es keiner. Das spüren nicht mal meine Köche. Ne? Und deswegen möchte ich mich jetzt in aller Form bei allen, die, denen ich schlecht rübergekommen bin, hier entschuldigen und gelobe für die Zukunft Besserung. Ich bin echt überrascht von den Einheimischen aus Falkenhagen. 9 Leute sind gekommen mit Material, mit Sägen, mit allem drum und dran. Respekt. Mal gucken, ob wir hier helfen können. Und jetzt sind wir da und wollen mal gucken, wo der Hammer hängt. Das ist aber mal eine geile Nummer. Vielen, vielen Dank. Wir können eure Hilfe auf jeden Fall gebrauchen. Wir möchten ja auch irgendwie eine schöne Dorfkneipe haben, oder? Boah, Wahnsinn. Das ist ja irre. Schon mal mein herzliches Dankeschön. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich denen danken soll. Und ich bin über die Bereitschaft, mir zu helfen, wirklich sehr, sehr beruhigt. Ja, weil die in den letzten Monaten, Jahren selten hier gewesen sind. In dem eng gesteckten Zeitrahmen werden wir jetzt optische Korrekturen vornehmen. Der Eingangsbereich wird verschönert, der Gastraum wird etwas verschönert. Wollen wir mal so einen kleinen Blumenkohlbratling machen? Ja. Hast du eine Idee, wie? Nein. Gar keine? Nein. Null? Null. Jetzt musst du da kleine Buletten draus braten. Mhm. Totales Neuland für mich, aber total easy und sieht super aus. Toll. Was denkt ihr denn, wo es konzeptionell hingehen könnte? Ich denke, es wird so etwas sein, was ich später auch allein bewältigen kann. Das ist mal ganz gut. Das heißt, du hast drüber nachgedacht. Ne? Eigentlich haben wir jetzt diese Bratenidee aufgegriffen von deiner Mutter. Das hat ja schon mal funktioniert. Es geht ja auch darum, dass die Dorfbewohner zurückgewonnen werden müssen. Und wenn es früher mal geklappt hat, dass wir hier gerne einen Braten essen, warum soll das heute nicht klappen? Wir bauen Röstaromen, ja? Und bevor wir scharf anbraten, muss man es einmal zuputzen. Ich mache einmal vor und beim zweiten Mal darfst du ran, ja? Also diesen Fettdeckel mache ich runter, aber nur das Fett und nicht das Fleisch, ja? Ja. Was würdest du für Gewürze hernehmen zum Parfümieren von der Soße? Gewürze, Kräuter, was wäre dein Favorit? Mit frischen Kräutern habe ich nie groß gearbeitet, okay. Deswegen kann ich da jetzt wirklich nicht sagen, was passt da rein. Aber ich würde Petersilie reinmachen und auf jeden Fall Salz und Pfeffer. Okay, Petersilie ist ein bisschen schwierig, weil die verkocht ja komplett, weißt du, das kocht ja erst dann 2-3 Stunden. Nelke, Piment, Wacholder, Lorbeer hätte ich gerne als Gewürze und dann hätte ich ganz gerne frischen Thymian zum Abholen ins Mediterrane. Ja? Die Zwiebeln sind so gut wie fertig, jetzt kommt noch Honig dazu, machen wir Honig dazu. Jetzt kommt noch jede Menge frischer Thymian dazu. Also mit dem Honig riecht das schon total klasse. Das riecht schon klasse, ne? Ja. Wie würdest du jetzt die Süße wieder abfangen? Weiß ich nicht. Mit der Balsamico, ja, dunklen Balsamico. Wir nehmen etwas Sojasauce noch dazu. Und dann löschen wir ab mit Rotwein. Was ist das Wichtigste beim ganzen Ansatz? Ich stehe heute auf dem Schlauch, weiß ich nicht. Könntest du dir sagen? Bitte. Die Liebe bei der Zubereitung. Ja? Liebe, okay? Das Rind, das badet jetzt in einer guten Soße, ja? Das passt. Und beim Schwein machen wir jetzt Folgendes, wir brauchen eine gute Marinade. Ja? Weil ich gerne mal mit Süße und Schärfe spiele, ja? Bisschen Honig. Also, schon mal verrühren. Dann kommt dazu Kümmel. Jetzt reibt er mal rein Zitronenschale. Wunderbar. Jetzt haben wir noch Knoblauch. Das ist so wie eine Beauty-Maske, weißt du, wie so eine Gurkenmaske, ja? Da kannst du das alles verteilen und dann kann man das schön durchziehen lassen. Und den schieben wir heute Abend bei wenig Temperatur. Ja? Ich würde sagen, so bei 100 Grad schieben wir den in den Ofen. Das ist schon eine andere Dimension, oder? Richtig, genau. Das ist gestern, so. Also der Moment, wo es dann losging mit der Suppe, hat mir doch Respekt eingeflößt. Und ich hatte schon ein bisschen Bammel davor. Was machst du jetzt? Jetzt mit Prosecco ablöschen. Annette hat jetzt verstanden, worum es geht. Sie hat nicht irgendwie planlos angefangen, sondern sie wusste ganz genau, wo sie ansetzen muss und was zu tun ist. Das ist toll. Ihr Lieben, ich kann es ja gar nicht fassen, was hier passiert ist. Ich bin super zufrieden. Ich sage es mal in meiner Sprache, es ist mega geil. Schön, es ist wirklich wunderschön geworden. Vielen, vielen Dank. An euch und an alle. Ich kann es gar nicht gut machen. Es ist super. Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Ist gut. Alles gut mit dir. Alles gut. Ich danke euch echt. Du, Annettchen, jetzt hast du
so Scheißjahre hinter dir und jetzt kommen die guten Jahre. Ich finde es heute Abend absolut top. Ich war aufgeregt auf, ich hätte explodieren können. Aber ich merke, ich werde von Minute zu Minute ruhiger. Es ist Leben im Haus. Für mich ist es auch Stress, aber schöner Stress. Ich weiß nicht, ob es das gibt, schönen Stress, aber ich finde so. Wir glauben einfach an dich. Wir glauben jetzt nicht, dass ab morgen alles perfekt funktionieren wird. Aber wir glauben daran, dass du das umsetzen wirst, was wir die letzten 3 Tage gemacht haben. Und deswegen bist du von Herzen gecheckt. Hurra! Ich werde jetzt die Chance nutzen, mich bei meinen Dorfbewohnern für das zu entschuldigen, was ich in den letzten Jahren verkehrt gemacht habe. Und ich möchte mich aus tiefstem Herzen bei euch um Entschuldigung bitten. Und ich hoffe, dass ihr mir verzeiht.